Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Jedes Mal ein kleiner Zungenbrecher und jedes Mal bin ich erleichtert, wenn ich es fehlerfrei über die Lippen bringe. Auf jeden Fall können wir uns jetzt als mit Geld gesegnet betrachten. Ich glaube, ich habe, seit ich mit dem Let's Play begonnen habe, kein einziges Mal so viel Cola angehäuft. Und das will natürlich ausgegeben werden, denn wir sind gerade mitten dabei, die Außenareale zu erkunden nach langer Zeit, und das wollen wir natürlich möglichst problemlos und möglichst gut gerüstet auch über die Bühne bringen. Insofern ist er jetzt hier meine erste Anlaufstelle und ich bin am Überlegen. Das Problem ist, dass es in Crossbell so unfassbar viele Shops gibt, die so verschiedenes Zeug verkaufen, logischerweise. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob das hier die beste Anlaufstelle ist, aber ich habe mir den jetzt so eingeprägt, ich habe mir das jetzt so vorgenommen, deswegen halte ich jetzt daran auch fest. So, also ich fange einfach mal mit den Waffen an, weil ich in den Trades-Spielen immer sage, Angriff vor Verteidigung. Das hat mir schon den ein oder anderen Game-Over-Bildschirm beschert, aber das ist okay. Ich würde es trotzdem immer wieder tun und hoffe, dass das hier auch eine solide Vorgehensweise ist, um mich hier gut durchs Spiel zu bringen. Wir werden sehen. So, diese Leather Jacket. A robust tailored jacket made of thick leather. Das hat Randy schon mal bekommen. Warte mal, die kommen. Also Lloyd kommt zum Beispiel von 58 Defensive und geht damit auf 64 nach oben. Theo von 49 auf 57. Das scheint mir durchaus ein guter Sprung nach vorne zu sein. Aber ob das jetzt vom Preis-Leistungs-Verhältnis irgendwie gut ist, keine Ahnung. Die Arts-Defense geht aber bei den Mädels runter. Deswegen würde ich das vielleicht doch erstmal nur für Lloyd kaufen. Ja. Hä? Konnte ich diesmal gar nicht auswählen, dass ich das jemandem anlegen will? Warte mal, dann machen wir das einmal hier rüber. Lloyd, where are you? Hier habe ich dich. Und dann, genau, bekommst du einmal das. Ich glaube, ich warte bei den Mädels noch, bis ich irgendwas bekomme, wo die Arts Defense nicht runtergeht. Das ist ja aktuell deren große Stärke, ne? Die Jungs halten physisch aus, die Mädels, was Zauber angeht. Nur wenn sie dann halt getroffen werden, habe ich ein Problem. Aber guck mal, das kann ich eventuell hiermit ausgleichen. Wobei bei den Grasshoppers auch das, der Move runtergeht, ist ja auch kacke. Ich finde das ja jetzt schon schwierig, dass die Leute kaum nach vorne laufen können und irgendwie an den Gegner rankommen können. Will das Spiel, dass die Mädels die ganze Zeit nur am Zaubern sind? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird Lloyd die Schuhe bekommen, weil der hiervon nur Vorteile hat. So, bei den anderen bin ich mir jetzt gerade unschlüssig. Randy hat jetzt 65 Defensive, aber seine Agilität würde dann auf 0 abstürzen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich werde nur so einkaufen, dass ich keine Einbußen habe. Zumindest nicht in den Bereichen, wo ich sage, die haben durchaus eine gewisse Wichtigkeit. Und hier, ich glaube, das ist mir alles zu teuer. Ich glaube, hiervon werde ich erstmal nichts einkaufen, weil wir früher oder später hoffentlich irgendwas finden werden aus der Riege. So, warte, bevor ich es vergesse, Lloyd muss auf jeden Fall seine neuen Schuhe angelegt bekommen. So. Okay, das wäre das. Dann, es ist ja nicht die einzige Stelle, wo ich meine Leute upgraden kann. Es gibt noch, lass ich mal kurz überlegen, wir haben oben noch diese Geschichte hier mit dem Einkaufscenter. Und es gibt noch den guten Giliom, oder wie man den ausspricht, da unten im Downtown District, der, glaube ich, Equipment verbessern kann. Und da würde ich auch nochmal vorbeischauen. Ja, das hier ist jetzt natürlich verlockend, aber ich will erstmal mein Equipment fixen, bevor ich jetzt hier mein Geld verbrate, weil das geht schnell. Das kenne ich noch aus den anderen Trade-Spielen. Hattest du auch was verkauft? Ja, ne? Shop? Okay, aber diese Geschichte hier, was ist denn das? An antique with lovely red rose designs, decoration for Ellie's room. Das habe ich in der Nachbearbeitung gesehen. Ich weiß nicht, ob mir das bei meinem letzten Besuch hier überhaupt aufgefallen ist. Hätte ich auch gerne. Oh shit, ey. Jetzt muss ich mir ein paar Sachen irgendwie merken und weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Also das mit der Vase und Zutaten, um Zeug zu kochen. Ja, guck mal hier. Hier gibt es nämlich auch Optionen. Auch wenn beide jetzt nicht sonderlich lukrativ sind. Aber das ist ja auch nicht der einzige Händler hier. Warte mal, ich guck mal, was hier sonst noch so angeboten wird.
Shop. Bei Imelda brauche ich gar nicht erst vorbeischauen. Imelda ist sehr überteuert gewesen. Aber guck mal, sowas ist doch ganz nett, so eine Silver Chain. Boah, schwierig, ey. Ich nehme das jetzt einmal mit. Wisst ihr was? Ich nehme das zweimal mit. Weil ich diesen Defensiv-Boost jetzt den Mädels einfach mitgebe. Dadurch, dass die zuletzt... Wobei so ein Perfect auch cool wäre. Damit irgendwie mein stärkster Angreifer einmal nach vorne preschen könnte. Und der Randy zum Beispiel, der hätte dann Move 8. Ich nehme das jetzt auch noch mit. Dann bleibt mir aber schon wieder kaum Geld übrig. Nee, ich nehme das nicht mit. So, darauf muss ich jetzt verzichten. Ich versuche jetzt irgendwie Kompromisse einzugehen. So, sie hat aber schon was angelegt. Aber das ändern wir jetzt einmal. Hier kommt die Silver Chain. Und sie bekommt auch eine Silver Chain. Und dieser Leiter, ja, keine Ahnung, den kann er bekommen. Dann hat jeder zumindest eine Sache irgendwie im Accessoire-Slot drin. Ein bisschen Gerechtigkeit hier in der Gruppe. So, und sie hat auch Zeug verkauft, aber kein Zeug oder verkauft Zeug immer noch, aber nichts, was besser ist als das, was wir schon haben. Beziehungsweise haben meine Leute das vorher getragen, bevor ich jetzt hier gerade geupgradet habe. So, die Vase auf gar keinen Fall vergessen. Ich gucke jetzt nochmal kurz im Downtown District vorbei. Kann ich jetzt eigentlich, ich wünschte, ich könnte mich da einfach so hinporten. Scroll, Zoom, das geht aber immer noch nicht, ne? In einem Kommentar habe ich gelesen, dass das angeblich machbar sein soll. Das kommt aber dann scheinbar erst später oder muss erst freigeschaltet werden, keine Ahnung. Aber ich weiß ja, wo ich hin muss. So, da oben im Restaurant konnte man da nicht auch was einkaufen? Oder konnte man da nur resten? Ja, gut, ich meine, ich könnte ja jedes Mal hier auf die Karte gucken, da sehe ich ja, wo es Einkaufsoptionen gibt, so gesehen. So, aber wir gehen jetzt erstmal ihn besuchen. So, Customize. Und ich habe auch den Hinweis bekommen, dass ich meine Waffen, die ich gerade angelegt habe, dass ich die ablegen muss, weil die ansonsten, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nicht upgradebar sind. Deswegen, auch wenn es jetzt ein bisschen umständlich anmutet, probiere ich einmal den hier. Und dann gucken wir. Ja, genau. Ach, dann wird mir das rechts nämlich als in Bestand angezeigt. Und wenn es angelegt ist, dann nicht. Aber diese U-Materials? Ich kann nicht mal eine Waffe upgraden. Okay, dann hat sich das ja sowieso erübrigt. Ich dachte, ich könne jetzt hier schon ein bisschen mehr machen. Ich weiß gar nicht, woher ich dieses eine Ding überhaupt habe. So, warte mal, die meisten dürften jetzt ja eigentlich nur eine Option haben. Das war das, was ich gerade gekauft habe. Und hier hatte er, glaube ich, auch diese Geschichte. Ja, eigentlich hätte ich die anderen Sachen verkaufen können. Kann ich bei dir verkaufen? Ich wollte nicht auf Talk drücken. Nee, ich kann ja nur customizen. Okay, dann fällt diese Option leider auch flach. Dann kann ich ja gar nicht am Ende des Tages so viel machen, wie ich eigentlich wollte. Ich kann hier nochmal bei Nine Valley vorbeigucken. Bei Equipment. Oh nee, die will ja ganz exotische Sachen. Und tauscht aber auch ganz exotisches Zeug dafür ein. Okay, dann können wir hier erstmal raus. Und dann gab es aber noch... Warte mal. Oh, ey, zu viele Läden. Ich wünschte, es würde ein Universalladen geben. Also ich meine, so wie es hier verteilt ist, ist es maximal realistisch, ja. Ich sehe auch, woher das rührt. Aber das alles auf dem Schirm zu haben und vor allen Dingen, wenn dann die Händler auch noch ihr Zeug regelmäßig aufstocken. Naja, ich meine, ich laufe ja sowieso alles eh nochmal ab, wenn sich hier was verändert. Insofern werde ich es wahrscheinlich nicht verpassen. Ach nee, hier konnte ich gar nicht. Was ist denn mit meiner Stimme los, sag mal? Upgrade. Nee, das ist aber auch nicht das, was ich will. Aber ich könnte hier neue Slots freischalten. Wir haben durch die letzten Kämpfe nämlich wieder ein bisschen was. Ich könnte aber vor allen Dingen, und das ist eigentlich viel wichtiger, neue Sachen kaufen. Warte mal, ich muss das mal ein bisschen organisiert angehen jetzt. So, ich muss erstmal gucken, was meine Leute überhaupt noch an offenen Slots haben. So, sie hat einen. Was könnte sie am ehesten gebrauchen? Action. Eigentlich würde ich am liebsten für alle erstmal Action kaufen, aber das würde alles schon wieder so ein bisschen durcheinander werfen. Ich habe keine Quarze mehr über. Also ein bisschen Reserve könnte man sich schon anlegen. Ich guck mal, was ich mit dem, was ich gerade habe, an sinnvoller Reserve mir anhäufen kann. So, ich habe am meisten von Grün. Bei Grün
Würde Move eventuell. Oh, Move ist voll teuer. Move kostet 60. Aber Blind ist ja noch teurer. Alter Vater, was wollt ihr denn hier bitte alles haben an Knete? Okay, nee, weißt du was? Dann nehme ich einmal Evade. So, ich habe nie in keinem Trades-Spiel irgendwie meinen Fokus auf Move gelegt. Deswegen mache ich das jetzt hier auch nicht so. Ich kaufe jetzt zweimal Evade. Dann kann ich hier aus der Sparte noch ein bisschen was mitnehmen. Da werde ich einmal Defense mitnehmen. So, und dann haben wir bei Blau noch, sind wir dreistellig. Da nehme ich dann die HP mit rein. Das ist jetzt alles sehr passiv. Attack und Action. Ja, da habe ich jetzt halt nicht die großen Zeppet-Massen für. Aber Hauptsache, die Slots bleiben erstmal nicht leer. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, würde ich sagen. So, dann könnt ihr Ellie nämlich, boah, weiß ich nicht. Eigentlich sind die Sachen eher für die Angreifer, die nach vorne preschen, wichtig. Er bekommt einmal Evade. Er hat schon ein paar Sachen drin, aber ganz ehrlich, Detection kann auch eins der Mädels kriegen. Er bekommt die erhöhte Defensive. So, dann übernimmt sie Detection. Und sie bekommt Evade, weil sie HP schon hat. Und dann bekommt er die verbleibenden. Ey, guck mal, ich habe das nicht mal abgezählt, aber es hat genau hingehauen. Haha, jetzt hat jeder seinen Slot irgendwie ausgefüllt. Sehr gut. So wollte ich das haben. Ja, dann brauche ich jetzt hier eigentlich auch nicht mehr viel zu machen. Ich könnte noch überlegen, weitere Slots zu öffnen. Aber, nö, ich glaube, ich warte jetzt erstmal, bis ich meinen nächsten Rundgang abgeschlossen habe. Und dann würde ich jetzt mal, ich glaube, ich kann auch kein Equipment mehr holen. Ich könnte ganz kurz nochmal bei Imelda vorbeischauen. Ich meine, ich muss ja nicht weit laufen. War die Back Alley hier? Ja. Okay, einmal richtig abgebogen. Genau, das hier ist nämlich ihr Laden. Weil sie hatte, glaube ich, nur die beiden fünfstelligen Sachen. Nein, ich drücke immer einmal runter und der reagiert nicht. So, wahrscheinlich bin ich einfach ein bisschen zu vorschnell. Genau, das ist nämlich definitiv zu teuer. Da brauche ich gar nicht weiter gucken. Richtig abgespeichert. So, dann würde ich jetzt, auch wenn ich nicht weiß, ob das irgendwas bringt, aber ich würde jetzt einmal die Vase noch kaufen für Ellies Zimmer. Weiß ich nicht, vielleicht boostet das ja irgendwie ihre Statuswerte. Ich wette, das ist einfach nur so Deko-Gedöns und das Geld ist komplett verschwendet. Aber ich weiß es halt nicht, deswegen nehme ich es einmal mit. Und den Rest, den würde ich dann verballern für Zutatenzeug. Damit wir dann zukünftig auch, wenn ich neue Rezepte finde oder bereits die bestehenden, da muss ich auch noch einige Sachen und Ausführungen zusammenkochen, dass ich da ein bisschen mehr Puffer habe. So, ich versuche jetzt mal, boah, auf die 10 zu gehen. Also zumindest bei den günstigen Sachen. Boah, ey, das ist gar nicht so leicht. Ich habe jetzt schon wieder so viel Geld verbraten. Ich glaube, ich gehe jetzt nochmal. Also ich habe jetzt von allen Sachen mindestens eins. Ich habe ein bisschen vorgespult. Ich hoffe mal, das ist okay. So, ich gehe jetzt mal bei den 100ern auf die 2 hoch. Und ja, hier die 200er, die sind mir noch zu krass. Da warte ich nochmal ein bisschen ab, aber wir werden ja hoffentlich jetzt in nächster Zeit wieder ein bisschen was an Geld reinholen. So, dann kann ich jetzt hier einmal die 10 noch voll machen. Ist gerade sehr risky, ne, weil ich mir gerade keinen Puffer lasse. Was ist denn hier los? Die habe ich gerade irgendwie voll übersehen beim Durchscrollen. Hier können wir auf jeden Fall einmal nochmal nach oben. So, und den Rest, den lasse ich jetzt erstmal. So, ein bisschen den Anstandstaler quasi übrig lassen, falls wir irgendwie mal doch einen Notfall-Heiltrank oder sowas kaufen müssen. Keine Ahnung. So, sein Thema ist immer noch Gossip. Das muss ich mir auf jeden Fall merken. Das hätte ich mir aber auch gemerkt. Hättest du mich vorher gefragt, hätte ich Gossip auch als Schlagwort genommen. So, ich will jetzt einmal noch gucken, ob wir die Stadt über andere Routen verlassen können. Das wollte ich ja beim letzten Mal schon tun. Und nein, this is the city's west exit. Just past here is West Crossbell Highway. There shouldn't be anything there pertaining to our current investigation. Alles klar, finde ich. Glaube ich sogar ganz gut, dass das nicht funktioniert. Weil der Hauptantrieb ist ja, dass wir noch eine Mission haben, wo ich noch was finden muss, was ich auf der Route, die wir beim letzten Mal zum ersten Mal bestritten haben, noch nicht finden konnte. Vielleicht kommt das noch. We need to leave Crossbell City via the Eastern Gate to get to Amorica Village. Come on, let's head for East Street. Okay, ich glaube, das ist mehr als eindeutig.
Einen anderen Ausgang gab es hier, glaube ich, nicht, ne? Cutie. Dann begebe ich mich mal wieder in Richtung Osten und dann machen wir da weiter. Ich hab Bock. Also die Laufwege sind aber schon dezent ätzend. Also ich hoffe, dass diese Teleportmöglichkeit bald irgendwie freigeschaltet wird. Ach ja, die Brücke gab es ja auch noch. Ich dachte, wir befinden uns jetzt hier schon im satten Grün, aber ein, zwei Meterchen müssen wir dann doch noch laufen. So, jetzt ist die Frage, nehme ich die ganzen Gegner hier nochmal mit? Ich glaube, ein bisschen links und rechts kämpfen werde ich, aber ich werde nicht mehr in jede Ritze vorrennen, sondern alles, was so ein bisschen auf dem Weg liegt, einfach mit abgrasen. Weil in Amurica Village wirst du wahrscheinlich auch wieder Zeug einkaufen können und ich komme jetzt wieder mit leeren Taschen an. Ich weiß nicht, ob das so zielführend ist. So, du bist der Erste. Ey, ich habe dieses Kämpfen so vermisst. Ich habe mich so gefreut auch auf diese Folge. Auch wenn wir wahrscheinlich, sobald wir in Amurica angekommen sind, auch wieder größtenteils Stadterkundungsgedöns machen werden. Aber Amurica wird ja wohl nicht so groß sein wie Crossbell City. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ach, und außerdem hatten wir, glaube ich, noch ein komplett neues Gebiet. Ich habe, glaube ich, aufgehört, als ich die Karte geöffnet habe und festgestellt habe, da von hier aus kommen wir zwar in die Stadt, aber wir sind da noch nicht drin. Oh nee, der Vogel, der ist mir zu kompliziert. Im wahrsten Sinne. Gut, wenn ich mich jetzt die ganze Zeit nur auf einen Gegnertypen stürze, dann bekomme ich auch nur eine Art von Seppet, aber das ist okay. Um Zeit und Nerven ein bisschen zu schonen, kann man das mal machen. Ja gut, für den einen lohnt sich so ein Kampf eigentlich fast gar nicht. Und da lohnt sich eigentlich auch ein Teamrush nicht. Aber machen wir natürlich trotzdem, wenn es angeboten wird. So, ich meine, am Ende des Tages füllen sich ja damit auch ein bisschen die CP, die Mira-Bestände. Wobei, kriegen wir eigentlich Mira oder kriegen wir nur Seppet? Wir kriegen auch Mira, ne? Sollen wir vielleicht diesen Endscreen mal angucken? So, genau. Ich glaube, jetzt war jetzt schon der Abschnitt, der neu war. Man sieht das ja immer ganz gut an den Kisten. Ja! Und da in der Mitte, da ist der Bus, hatte ich vermutet. Ich dachte gerade spontan, dass das irgendwie so ein Verkaufsstand ist oder so. Aber ich bin überrascht, dass da hinten keine einzige Kiste ist. Nur hier vorne. Na gut, dann fangen wir mal an. Und begeben uns auch schon ein bisschen in Richtung Kiste. Ich war gerade voll verwirrt, weil es sah auf der Karte so aus, als wäre der Gegner ganz nah an mir dran. Oder sparkelt was auf dem Boden. Endlich mal wieder. Habe ich ja beim letzten Mal ein bisschen vermisst. Weil die einen erst damit angefüttert haben und dann kam ganz lange nichts mehr. Vielleicht kommt halt pro Screen immer ein Item, was du vom Boden aufsammeln kannst oder so. Keine Ahnung. Ja, das ist natürlich der Best Case. Müssen wir nicht groß überlegen. Was gibt's hier für Seppets? Ich brauche unbedingt welche von diesen Time-Seppets. Die sind mir eigentlich am wichtigsten. Ich will, dass alle nämlich ihre Action-Quarze bekommen. Und von den roten hätte ich auch gerne ein paar mehr. Weil ich auch gerne zumindest den Angreifern Attack mitgeben würde. Wobei einer hat, glaube ich, Attack, aber nicht beide. Ach, keine Ahnung. Habe ich schon wieder vergessen. So. Ja, relativ unspektakulär mit den ganzen Team Rushes. Aber soll mir recht sein. Wenn ich jetzt hier halbwegs gut durchkomme, dann ist das okay. Bei Standardkämpfen habe ich eh nicht so Bock, so ultra viel Hirnschmalz zu investieren. Ich mag das lieber bei Bossen, die dann ein bisschen anspruchsvoller werden. Da ist es dann okay. So, warte mal. Steel Wrist. Das ist schon mal eine gute Kategorie. Ja, da haben wir nämlich noch einige Lücken. Prevents Feint. Steel Bracelet that presses tightly against the wrist. Das bekommt er. Weil er, glaube ich, wenn er ausfallen würde, uns aktuell am meisten wehtun würde. Das sagt man normalerweise über die Heiler, aber hier sehe ich das gerade anders. Can you feel how hard this chest is? I could bench press your entire party. Ja, das musst du erstmal beweisen. Erzählen kann man viel, wenn der Tag lang ist, aber noch glaube ich dir das nicht. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Achso, ja, wegen dieser Heiler-Geschichte. Ich kann mich ja notfalls auch mit Items heilen und ich habe das Thema Heilen mit Zaubern irgendwie noch nicht so ganz verinnerlicht. Hier bräuchte ich jetzt einen Team Rush. Dauert aber jetzt erstmal ein paar Runden. Ah, ich bin mit meinen CP. Sehe ich gerade ja eigentlich ganz gut dabei. Das sieht ja ganz wunderbar aus. Ich weiß noch, dass ich Lloyd beim letzten Mal ein S-Break habe einsetzen lassen. Treffen wir jetzt beide? Alle drei, ja. Ich habe gerade nicht gesehen, ob der Äußerste hiervon auch betroffen ist, aber alles gut. Sehr gut. Das läuft. Guck mal, diese Gegnerkonstellation hat mir gar keine
Time-Zappets dagelassen. Das ist richtig traurig. Diese Gegner möchte ich nicht mehr bekämpfen, einfach aus Prinzip. It's empty, but the woodwork is amazing. Is it chestnut? Das sollen andere beantworten. So. Irgendwas wollte ich gerade schon wieder sagen. Die Kisten, die lenken mich ab. Warte. Nee, ich komme nicht mehr drauf. Aber war wohl auch nicht so wichtig. Was? Tangram. Ich will aber nach Amorica. Looks like we've hit a fork in the road. I'm pretty sure we have to go north in order to reach Amorica Village. Ich muss das jetzt überquatschen, Leute, weil ich habe das noch aktiv mit den Stimmen. Yep, the road on the left will take us there. This is a lot tougher than I thought it would be. Agreed, I did not anticipate how strenuous of a hike it was. These monsters roaming around the highway aren't helping either. You two look like you're about to pass out. Sounds like it's about time we took a breather. What do you say, ladies? No, I think I'll be okay. What about you, Tio? As much as I would love to admit defeat right about now, I was the one who suggested we walk, so I must persevere. Well, as long as you're okay with it. Just remember that if you can't take much more of this, you can always ask good old Randy here for a piggyback ride. Or would you rather ride on my shoulders? Pass, I do not wish to be treated like a child. Oh, manchmal machen das auch Erwachsene. Furthermore, I doubt you would be satisfied with someone of my stature riding your back, if I am not mistaken. Hey, true enough. I'd rather have a chick with a voluptu... What? Kenne ich nicht das Wort? Wait a sec, don't make me out to be some weirdo. I was just trying to be nice. she got you hook, line, and sinker, Randy. Anyway, let's keep moving. I'd be surprised if we didn't run into more monsters, so let's take it slow and steady. Don't be afraid to let us know if you need to take a break, T.O., alright? Roger. Boah, Leute, es tut mir echt leid, aber das ist so anstrengend. Ich muss das wieder abstellen. Weil es wird ja so viel gequatscht in dem Spiel, es könnte überall wieder passieren. Und dagegen anzulesen, das ist so belastend für die Konzentration. Ich verstehe halt auch nicht. Hier steht Battle Voices on. Die haben sich gerade nicht gebettelt. Warum quatschen die dann trotzdem synchronisiert? Ich muss sie jetzt leider wieder aufstellen. I'm sorry. Die Beschreibung ist ja einfach komplett irreführend. Wobei, warte mal. Nee, das liegt gar nicht an dieser Auswahloption. Das liegt hier ran. Am Voice Volume liegt das. Hm. Das kann man halt nicht voneinander abkoppeln. Das ist das Problem. Ich muss es jetzt wieder leise machen. Weil ich davon ausgehe, dass die hier öfter mal sich zusammenrotten werden, um sich auszutauschen. So, aber ich denke, wir werden das überleben. Man kann sich an alles gewöhnen. Für mich ist das auch gar nicht so gewöhnungsbedürftig. Weil ich dieses Feeling ja aus Trails in the Sky noch kenne. Aber gut, dass sie ja, dass die Battle Voices fehlen. Das nervt ein bisschen, das stimmt schon. So, dann haut mal rauf mit allem, was ihr habt. Solange Team Rushes hier zur Verfügung stehen, gehen die Kämpfe ja relativ schnell. Deswegen bin ich auch noch so ein bisschen gehemmt, das rauszuschneiden. Wobei, ich könnte es mal probieren, aber das wird dann schon wieder so klein Schnibbelarbeit. Eventuell vergesse ich dann noch den einen oder anderen rauszuschneiden. Oh, warte mal, ich habe da hinten voll viele Gegner übersehen. Wobei, wir können ja auch mal gucken, ob wir zu Tangram Gate durchkommen. Aber vorher will ich den hier einmal aus dem Weg räumen. Hä, warum bewegst du dich so komisch? Der hat gerade voll rumgezuckt. Normalerweise läuft der immer konsequent in eine Richtung. Ich bin verwirrt. Und wenn wir schon mal hier sind, dann will ich auch einmal versuchen zu gucken, ob wir da weiterkommen. I'm pretty sure this way leads to Tangram Gate. Yep, right along with the Calvadian border. Tangram's also where the CGF's deputy commander takes up post. Is that so? I was unaware. Hmm, let's avoid any detours for today. You got it. Okay, ich habe ja verstanden. So frei sind wir also gar nicht, wie ich mir unsere Freiheit wünschen würde. Achso, hier steht auch gar kein Bus. Hier ist nur die Haltestelle, wenn man den genommen hätte. It's a bus stop. The regret on your faces is as clear as day, you two. Ja, stimmt. Das war ja ein Vorschlag von den Mädels, glaube ich, beim letzten Mal gewesen, ne? Das hier zu Fuß alles abzulatschen.
Und die Jungs waren da ein bisschen skeptisch und ja, jetzt liegt die Reue auf allen Seiten. Aber ich bereue gar nichts. Ich finde die Entscheidung immer noch gut und supporte das, auch wenn ich nicht diejenige bin, die laufen muss. Dreimal Level Up hat es gegeben für diese Kombination. Und direkt zu Beginn ein Team Rush. So habe ich mir das vorgestellt. Genauso Vögel, die sich nicht umdrehen. Die habe ich am liebsten. Kann man so lassen. Kann man sich dran gewöhnen. So. Okay, ich wette, wenn wir in Amorica Village gewesen sind, dann wird sich in Crossbell auch wieder alles verändern. Ach, jetzt zieht Randy auch nach. Stimmt. Randy ist der, der hinterherhinkt. Warte mal, ich habe da gerade irgendwas mit Salamander gelesen. Was war das denn? Was ist Salamander gerade gewesen? Ich würde gerne mal U-Material finden. Shit, ich habe vergessen, die Vase in ihr Zimmer zu stellen. Ich wollte mal gucken, ob dann irgendwas passiert. Was war Salamander? War das eventuell hier aus der Sparte irgendwas? Nee, ich glaube nicht. Weiß ich nicht, muss ich in der Nachbearbeitung nochmal gucken. Könnte das irgendwas mit Equipment zu tun haben? Aber das würde ich ja auch hier sehen. In der Übersicht. Warte mal, war das eventuell... War das ein Quartz? Nee. Hä? Kein Plan. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gucken. Oder ich habe einen neuen Gegnertypen aktiviert oder so. Aber da waren ja keine neuen. Die kannten wir ja alle schon. Hm. Ich habe die Hoffnung, dass das vielleicht nochmal irgendwo aufploppen könnte. Aber... Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Beim nächsten Mal muss ich vielleicht ein bisschen aufmerksamer sein. Aber ich will halt die Kämpfe so schnell wie möglich über die Bühne bringen, damit wir ja weiterspielen können. Und so viel Aufregendes passiert ja währenddessen nicht. So, uns trennen jetzt noch 4 Gegner von Amorica Village. Ich bin gespannt, warte mal, jetzt kann ich wieder mein Headset auch ein bisschen lauter machen. Ich habe das nämlich vorhin leise gemacht wegen den... Oh, neuer Gegner, neuer Gegner, neuer Gegner! Das ist so süß. Der erinnert mich an den kleinen Bruder von... War das der Bruder von Stan oder von Kyle in South Park? Der hat irgendwie genauso das gleiche Face. Brauch seinen Namen jetzt wieder vergessen. Warte mal, wie heißt ihr? Acerbic Tomatian. Genau, die gab es auch in den anderen Spielen. Mysterious Acerbic Tomato that supposedly became a monster due to being hated. Oh. No. Ihr armen Duzi-Dus. Die waren, glaube ich, immer durchaus schwer zu treffen. Kann das sein? Oder bringe ich das gerade nur ins Spiel, weil die so klein sind? Wow, unser Team Rush ist daneben gegangen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Nee, ich hatte recht mit dem, was ich sagte. Die sind nicht so einfach zu grappen. Guck mal, wie die alle daneben hauen. Ich hatte scheinbar mit meinem ersten Treffer hier ganz schönes Glück gerade. Aber wenn du sie triffst, dann sind sie dann halt auch down, ne? Das ist eigentlich ein fairer Deal. Okay, hier habe ich gerade sehr guten Überschuss bei denen an roten Seppels. Also die lohnen sich. Und diese Dinger kriegt man. Das sind quasi 100 Mira, die man on top bekommt. Weil die musst du hinblättern, wenn du das Zeug im Laden kaufen willst. Schon wieder Gegner, die mir keine Time-Seppels dagelassen haben. Das Gute ist, wenn ich die Kämpfe hier rausschneide, dann kann ich mir ab und zu mal ein Kaffeepäuschen gönnen. Weil in den Folgen, wo ich die ganze Zeit nur am Vorlesen bin, und das war bisher halt der Großteil, da hast du ja nicht wirklich mal ein Päuschen. So, Team Rush kommt manchmal relativ spät. Das steht und fällt wahrscheinlich mit der Frage, wer diesen Team Rush gerade zugewiesen hat. Weiß ich nicht, ob das irgendwie komplett RNG ist oder ob es da ein System gibt, dass sich an Statuswerten orientiert oder sowas. Oder an anderen Kriterien, I don't know. Hier gab es auf jeden Fall wieder Time Zapped, das ist schön. Aber wir haben immer noch zu wenig, als dass ich jetzt hier groß was von ausgeben wollen würde. Ich warte halt immer noch darauf, dass wir dreistellig werden. Das wäre schön. So, Leute, es ist soweit. Wir lernen eine neue Stadt kennen. Ich habe voll Bock. Ich habe voll Bock, weil ich irgendwie so einen Crossbell-Tunnelblick inzwischen habe. Ich wünsche mir ein kleines, schönes, kompaktes Dorf. Mit schöner Musik, wo ich mich wohlfühle. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Geil. Oh, neue Gegner. Wobei, der kommt mir auch irgendwie bekannt vor. Das ist doch auch ein Trails in the Sky-Viech, oder? Lass mir gleich mal den Namen angucken. Vielleicht, kommen da irgendwie Erinnerungen hoch oder auch nicht. Nee, so kann ich mir natürlich keine Namen angucken. Dann müssen sie halt... Oh!
Da sind Gegner, wo ein Team Rush nicht mehr ausreicht. Das ist auch spannend. Golden Eggs. Ja, ja, doch. Das kommt mir sogar bekannt vor. Flightless Bird, native to Crossbell, uses its egg-shaped beak to cleave prey to pieces. Ja. Die, weiß ich nicht, ob die mir jemals Kummer bereitet haben. Wahrscheinlich haben mir nur Gegner Kummer bereitet, die es mal geschafft haben, mich hinterrücks zu erwischen. So habe ich das nämlich in Erinnerung. Oder habe ich auf jeden Fall ein paar schwarze Seppet gerade fallen gesehen. Ja, genau. Geil. Guck mal, jetzt habe ich ja 8 bekommen. Ich glaube, das könnten Gegner nach meinem Geschmack sein, wenn man sich die Drops anguckt zumindest. Next time I'm using a lock. Tja, man lernt immer aus Fehlern, ne? Aber meistens zu spät. So, wen haben wir hier? Ich habe irgendwie voll Angst, dass ich in so einen Gegner mal reinrenne. Ja, vor allen Dingen bei solchen Gegnern will ich ungerne reinrennen. Die können bestimmt nämlich vergiften. Irgendwie ist das Sichtfeld an die Ränder voll beschränkt so. Oh, das ist ein Froschgegner. Warte mal, wer seid ihr denn? Achso, kann ich wieder nicht sehen. Aber ist egal, ich will nicht klagen. Den Frosch können wir uns jetzt aber nochmal angucken, weil der scheinbar ein bisschen mehr aushält. Bad Frogger, a rare amphibious bipe that steals from humans and hides their belongings. Das ist aber frech. Sowas akzeptieren wir hier nicht. Hat der von jedem Seppelt, von jeder Seppelt-Art 10 Stück? Oder lese ich das gerade nur falsch? Das liest sich aber ganz schön... Hä? Jetzt wird hier nichts angezeigt. Ach so, weil Ellie... Ja, ja, doch, weil Ellie den, nicht den Detection, die hat, dieses Analyze-Ding irgendwie zugewiesen, ne? Kann es sein, dass der Frosch ganz schön Jackpot ist? Guck mal, wie viel der gedroppt hat. Das hat gestimmt, was da gerade stand. Und ich habe U-Material bekommen. Geil. Okay. Ey, dieser Gegner, ne? Warte, ich will es nur verstehen. Ob der jetzt so ein random Spawn war oder ob man das erzwingen kann, dass der immer wieder spawnt, weil der wäre ja ansonsten die perfekte Stelle, um hier immer wieder mitzumischen. Aber ich wette, der Frosch, der kommt nur zufällig in die Kämpfe mit rein. Das ist wahrscheinlich so ein seltener Spawn. Ich werde das ja jetzt sehen, wenn ich die nochmal angreife. Nein! Oh, jetzt bin ich zu nah ran. Jetzt bin ich zu nah ran. Geht der wieder zurück? Ja, geht der. Oh, Gott sei Dank hat Ellie so eine gute Range. Ja, ich hatte einfach nur Glück. Alles klar. Also der Frosch ist der Jackpot. Das habe ich jetzt gelernt. Das heißt, den sollten wir mit offenen Armen empfangen, wenn der hier nochmal... Wenn der sich nochmal zeigt. Vielleicht hat man, wenn man Glück hat, auch mal die Chance, dass zwei von denen in einem Kampf mitmischen. Das wäre geil. Ja, mega. Okay, also den Herrn Frosch, den muss ich auf jeden Fall... Oh, würdigen. Ich finde das irgendwie immer voll schön, wie die Kamera sich verstellt. Es ist nur mega schwierig, dann richtig auf die Gegner zuzulaufen, so wie jetzt gerade. Man sieht die Gegner leider immer erst sehr spät. Nicht nur bei dieser Kameraperspektive, sondern auch vorhin, als ich zum ersten Mal dieses Insektenvieh erwischen wollte. Also musst hier sehr vorsichtig sein. Ich meine, dass die Kamera in Trails in the Sky ein bisschen mehr rausgezoomt war. Aber vielleicht täusche ich mich auch. Deadly Dandelion. Dandelion mag ich sehr, dieses Wort, seit ich Ys 9 gespielt habe. Ich muss gerade kurz überlegen. Ich glaube, so hieß nämlich die Base, die man dort hatte, wenn mich nicht alles täuscht. So, Team Rush kommt noch, ist unterwegs. Verteile die Angriffe immer so ein bisschen, weil du hier am Ende ja auch einen Multiplikator bekommst und so ein... Oh no! Und so ein Double Kill. Oder gibt es diesen Ding? Nee. Doch, den Multiplikator gibt es ja auch. Aber nur für Overkill und First Strike. Nicht dafür, dass ich einen quasi im Double Kill gelegt habe. Also beide im Double Kill, sonst wäre es ja kein Double Kill. Okay. Nee, dann kann ich das zukünftig ja anders handeln. Aber es fühlt sich irgendwie trotzdem immer noch besser an, mehrere Gegner auf einen Schlag niederzumetzeln. Das ist wahrscheinlich auch so ein Überbleibsel noch aus Cold Steel, wo du dafür halt zusätzlich noch belohnt wurdest. Oh, das ist das Upgrade von dem Blauen. Es geht ja aber schnell. Mit gleicher Gegner anderer Farbe, meine ich. Hallo? Ich würde gerne rauszoomen mit der Kamera, um die früher auch erkennen zu können. Also ich werde mich da wahrscheinlich irgendwann dran gewöhnen, aber jetzt fühlt sich das alles noch ein bisschen tricky an mit dem Ranpirschen.
So, Team Rush am Anfang ist auf jeden Fall das Beste. So, das Gute ist, die starken Gegner, die ich auch noch nicht kenne, die kann ich mir dann so immer angucken. Magmadrome, wobei die ja eigentlich bekannt ist. Das Gute an dem Gegner ist, der wird uns wahrscheinlich auch einige rote Seppets da lassen. Wobei ich davon jetzt schon gut was angehäuft habe. Oh, 10 von den schwarzen. Das kam aber, glaube ich, jetzt nicht von dem letzten, den ich gekillt habe. Nicht von der Magma-Ausführung. Ich glaube, das war irgendein anderer. So, warte mal. Hier auf der anderen Seite war ein Tor. Da komme ich jetzt vermutlich noch nicht durch, oder? The gate is locked. Schade eigentlich. 2 leckere Kisten würden da noch warten. Ich laufe mal trotzdem hier am unteren Rand entlang, weil dann sehe ich, wenn oben irgendwie was rumleuchtet an Item. Also ich hoffe, dass man das dann soweit auch erkennen kann. Aber der gegenüberliegende Rand ist ja jetzt auch nicht so ultra weit entfernt. Das passt schon. Ja, schön den Rücken zugedreht. So habe ich das am liebsten. Oh, ich dachte, ihr bringt mal wieder euren Froschfreund mit. Ich habe bei den Gegnern nämlich sehr große Hoffnung, dass sich das nochmal wiederholt. Der war so ein bisschen, wenn auch nicht so krass, so wie diese Metallschleime aus Dragon Quest. Oder die Würfel aus Lufia. Aber die fliehen, glaube ich, nicht so schnell. Es sei denn, ich hatte ultramäßiges Glück, dass der nicht abgehauen ist. Oh, die habe ich doch vor kurzem erst gekauft. Da hatte ich auch überlegt. Warte mal, bei wem war das eventuell sonst noch eine Option hier? Aber irgendwas ging runter. Ja, die Agilität. Also dann auch noch um 10. 10 Agilität runter, um 2 Defensiv plus zu bekommen, ist kein fairer Deal. Deswegen kriegt er das nicht. Is the chest half full or half empty? Neither, it's completely empty. So kann man das auch sehen. Das ist dann so die Endstufe des Pessimismus. So Leute, das ist gerade gar nicht so ein uninteressanter Kampf. Jetzt wollte ich euch mal wieder rausschneiden, weil ich dachte, ich mache hier einen klugen Move. Aber ich habe jetzt hier keinen Team Rush bekommen. Das ist der erste Kampf, glaube ich, seit ich mit Trails from Zero angefangen habe, wo ich einen Kampfvorteil habe, aber keinen Team Rush. Dadurch bin ich jetzt davon ausgegangen, und zwar zu Recht, dass wir hier Schaden fressen werden. Es sei denn, der Angriff geht daneben, aber das geht ja natürlich nicht. Nur wir hauen daneben, ne? Bei dir klappt das mit der Treffsicherheit. Vielleicht willst du zu uns ins Team. Vielleicht können wir mal anfangen, hier Monster zu rekrutieren. Oh, das wird so geil, wenn ich das nächste Mal bei Wendy bin. Oder jetzt hier auch in einer anderen Village, um neue Slots etc. freizuschalten. Weil jetzt können wir uns ein bisschen was leisten. Das ist gut. Ich bin immer noch nicht da. Kann es sein, solange da 2 Armorica Village steht, dass du da noch nicht bist. Es muss, glaube ich, das 2 darf da nicht stehen. Dann weißt du, dass du da bist. Das heißt, der nächste Screen, wenn meine Theorie denn stimmt, wird uns auch noch nicht dahin bringen. Und ich finde das mega geil, weil in den Abschnitten verändern sich die Gegner. Hier ist schon wieder ein neuer. Oh, mega. Ich hoffe, das bleibt so im Spiel, weil man war jetzt so lange in Crossbell. Ich finde, es hat jetzt auch eine längere Kampfpassage verdient. Und ich finde es auch mega, dass das gerade so abwechslungsreich hier ist mit den Gegnern. Jetzt habe ich es leider versäumt, mir den Sonnenblumengegner mal anzugucken. Namentlich und von der Beschreibung her. Das ist nämlich, glaube ich, ein Gegner gewesen, den ich vorher noch nie gesehen habe. Aber korrigiert mich gern, wenn ich falsch liege. Aber bitte nur mit Blick auf die Spiele, die ich kenne. Also die 3 Trails in the Sky und Cold Steel 1 und 2. Also nicht so, ich brauche keine Hinweise so, in Trails of Azure gibt's den auch oder so. Ne? Also ich meine, ich kann mir das wahrscheinlich eh nicht länger merken als eine Minute. Und habe das eh schon wieder vergessen, wenn ich irgendwann mal mit Azure einsteige und anfange. Aber man muss es ja nicht überstrapazieren mit dem Vorwegnehmen, nicht wahr? Und solche Kleinigkeiten sind für mich oftmals genauso spannend und genauso spoilerig wie irgendwelche Plot-Twists oder so. Weil ich mich auch auf solche Kleinigkeiten eben immer sehr freue. Ja, genauso auch mit Estelle und Joshua. Das war so geil, dieser Moment, als sie hier das erste Mal aufgetaucht sind, weil ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte und gar nicht wusste, dass die hier auch nochmal eine Rolle spielen würden. Und das sind dann halt so Momente, die man ganz schnell kaputt machen kann, ne? Auch im Klein-Klein, nicht nur bei großen Story-relevanten Dingen.
Also wenigstens einmal würde ich mir heute noch wünschen, dass ich ganz laut Froschalarm rufen darf. Cool Necklace, das ist gut. The chest is empty and exercises its right to remain silent. Ja, von dem Recht würde ich auch Gebrauch machen. Ich habe leise Kisten lieber als laute. Wobei die lauten manchmal auch lustig sind. So, warte mal. Ich habe gerade was bekommen. Genau, ich muss gerade kurz überlegen. Prevents burn. Ja, guck mal, das kann ich mir gut merken. Ihn kannst du weder freezen noch burn. Er ist quasi der Master of Temperatures. Ihm kann nix was. Nix. Das ist eigentlich eine echt gute Eselsbrücke, ne? Auch wenn mir die nicht viel hilft, weil wenn dann Gegner auf uns damit losgehen, kann ich eh nichts mehr beeinflussen. Oh, gut, dass ich das Voice Volume runtergestellt habe. Oh, good timing. Rest Area, eh? Really? Oh, thank Ideos. Na, sind da jemandes Füße kaputt gegangen? Nachdem man ein bisschen überschwänglich war mit dem Spazierengehen. Oder mit der Idee, spazieren zu gehen. Ist ja doch eine ganz gute Strecke. Also jetzt verstehe ich auch, warum die Jungs nicht so dafür waren. Aber die hätten sich ja auch vehementer dagegen wehren können, gegen diesen Vorschlag, ne? Muss man ja auch sagen. How about we take a break here? We can even admire the view while we catch our breath. Sound good? Yes, I could definitely use a break. To be honest, that would be ideal. Sounds like a plan. I'm always game to kick back and take a load off. Sehr gut. Ich mag außerdem solche Chill-Out-Momente in JRPGs. Das ist ja ein etwas größeres Feld hier. Ich wette, irgendwo auf den Ackerflächen kannst du so Zeug einsammeln. Was sind denn das für fancy Dosen? Das sieht so von der Spiegelung ein bisschen aus wie Red Bull-Dosen. Ah, what a nice breeze. Das sind wahrscheinlich Tassen und keine Dosen, aber ich sehe halt keinen Henkel. I finally feel like I've caught my breath. Me too. Though at this rate I am likely to fall asleep. I know how you feel. I'm really glad we got this lemonade now. It helped perk me up a bit. Ist das eine Extra-Szene, weil wir die bei der alten Dame abgeholt haben? Die war nämlich verpassbar, die Lemonade, würde ich behaupten. You and me both, watching the ice melt, I couldn't help but chuck mine down in one gulp. Yes, it was the perfect cold drink for a hot day like this. We should really go back and thank her when we have the opportunity. Das sollten wir sehr wohl. This really is a great view of the countryside, isn't it? It almost feels as if it were taken straight out of a fairy tale. For real, all the old ruins scattered around really add to the vibe. I bet history buffs would have a field day here. Indeed, I believe most of them were built during the Middle Ages and have sat untouched since then. Come to think of it, I recall being told this whole area once served as a massive battlefield. A battlefield? Here? Yes, the result of one of the many wars between Erebonia and Calvert. I've heard the ancient battlefield is nearby as well. The ancient battlefield? Sounds pretty interesting. We don't come out here too often, so you guys wanna go check it out? Ja, auf jeden Fall. Now's not really a great time, given we're already behind schedule. Yeah, we'll have to leave that for another day. Randy, please do not try to rope us in your slacking. Hat's ja nur gut gemeint. To your slacking stand da außerdem. Ich hab's, glaube ich, gerade falsch gelesen. Hey, what's the matter with you guys? You're way too young to have no sense of adventure. I'd heard Crossbalance never left the city, but I didn't really believe it till now. You're telling me you seriously never get the itch to just get out of there and spread your wings in the great outdoors? Not really. People who grew up in the city usually don't feel the need to go anywhere else. Kann ich null nachvollziehen. Null. Almost everything you could ever want is right there anyway. Und ich komme aus Berlin. Und Berlin kannst du wahrscheinlich in dieser Welt mit Crossbell auch vergleichen. Und gerade deswegen zieht's mich umso mehr raus. Aber da tickt halt auch jeder anders, ne? Crossbell has always been a trade city, so for the most part, we had access to any goods we might need. Aber darum geht's doch gar nicht. Further, most international travel these days is done by airship or train. And recently, cars and orbital buses are available to take us wherever we need. Honestly, it's been quite some time since I've walked this far.
Though I was not raised in Crossbell, I can certainly relate. I was living in one of the Foundation's research labs for the past few months, so it has been some time since I last walked this much. Modern conveniences really are turning us into a bunch of lazy bums, huh? You, on the other hand, Lloyd, you look like you still got plenty of energy to spare. Well, I owe that to the Police Academy's survival and fitness training. Still, my stamina doesn't hold a candle to yours, Randy. All that training with the CGF must have really paid off. You haven't even broken a sweat yet. Hey, probably just used to running everywhere. Oh, hey, looks like it's back. Was? Ach, der Bus. Stimmt, da war ja was. Der sieht irgendwie aus wie so ein Fremdkörper. Ich weiß nicht, so ein Bus, der so mitten durch die Natur fährt, ist ein ganz komischer Anblick. That must be the bus making its return trip to the city. For a moment I was solely tempted to stop the driver so I could go back home. Oh, was? Null Verständnis. If you did that, then you'd have walked all this way for nothing. Come on, guys, we're in the final stretch now. Just a little bit more and we'll be at the village. I hope so. Ah, fine. Let's get this show on the road, ladies. I believe in ya. Ja, ich meine, wir laufen ja nicht mal durch irgendwelche Gebirgslandschaften oder so. Also ich meine, klar, wenn es die ganze Zeit nur bergauf geht, da bin ich auch relativ schnell raus. Aber hier, na gut, ich weiß auch nicht, wie schnell die laufen. Ach, das ist übrigens eine Angelstelle. Sollte man sich eventuell auch merken, weil ich glaube, das Spiel speichert das nicht für einen ab. This is a public location, so please pick up after yourself. Es ist so krass, ich freue mich gerade so, dass ich die Lemonade mitgenommen habe. Oh, ja, ich wollte jetzt ja keine Schießerei veranstalten, sorry. Sonst stehen wir am nächsten Tag wieder in der Zeitung, weil wir an der Rest Area Randale machen. Das sind zwei Automaten. Ich kann hier sogar Zeug kaufen. Juice und Coffee. Es ist relativ teuer und ich bekomme aus den Kämpfen keine Mira, wie ich gerade sehe. Ich bin mit 199 aufgebrochen und habe auch immer noch so viel oder so wenig, je nachdem. Schade, dass man hier nicht exchangen kann. Dann hätte ich mir hier vielleicht was leisten können. Damit ich da zumindest eine 1 zu stehen habe. Aber wenn kein Exchange geht, dann kann ich hier auch nichts machen. So, dann ziehen wir mal weiter. Jetzt, wo wir uns ein bisschen gestärkt haben mit der Good Old Lemonade. Ich bin gespannt, ob eine neue Dialogoption kommt, wenn ich dann zur alten Frau wieder zurückkehre. Ich wette, die wird das kommentieren. Aber nur, wenn du in dem Kapitel noch zurückgehst. Ich wette, so im nächsten oder übernächsten Kapitel dann nicht mehr. Weil es dann logischerweise auch schon zu weit zurückliegt. Aber das werden wir rausfinden zu gegebener Zeit. Weil das Gespräch mit ihr könnte ich sogar auch suchen, wenn ich jetzt nicht meinen komplett neuen Rundgang mache. Einfach damit, einfach wenn wir irgendwann nochmal nach Crossbell zurückkehren. Also ich gehe mal davon aus, dass es in Armorica Village. Guck mal, bei den Gegnern kriege ich diese Team Rushes nicht immer. Die sind irgendwie ein bisschen special, warum auch immer. Vielleicht hängt das mit deren Beweglichkeitswerten zusammen, ich bin mir nicht sicher. Weil die halt ein bisschen flinker sind und auch ganz gut ausweichen können. Naja, was wollte ich sagen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass in Armorica Village der nächste Kapitelwechsel stattfindet. Das wird noch ein bisschen dauern. Ich muss mir halt nur merken, quer über die verschiedenen Aufnahmesessions, weil ich glaube, das wird ein bisschen dauern, bis wir wieder zurück sind in Crossbell. Ich muss mir merken, dass ich mit ihr nochmal sprechen wollte. Vielleicht werde ich einfach, wenn ich eine Session beende, das am Ende nochmal erwähnen. Oder am besten, um wirklich safe zu sein, am Ende von jeder Folge, damit ich das immer mitnehmen kann. Oh, auf die Gegner freue ich mich, weil da wollte ich nochmal gucken, wie die heißen. Außerdem sehen die sehr, sehr hübsch aus. Also so sehr detailliert irgendwie. Die sind, glaube ich, so mit die schicksten, die wir hier bisher gesehen haben. Auch wenn ich mir nicht ganz so sicher bin, was die eigentlich darstellen sollen. Achso, nee, jetzt habe ich wieder Team Rush. Okay. Das sah gerade links so aus, als würde vorher noch jemand angreifen. Team Rush wurde irgendwie vorgezogen, warum auch immer. Aber wenn ihr jetzt zurückspult, dann werdet ihr sehen, dass da vorher ganz oben jemand mit dem Critical drin stand. Oh, nach unten zu laufen? Ich finde, nach unten ist die Sicht am allerschlechtesten irgendwie. So, jetzt hat der Gegner mich gespottet. Jetzt sehe ich nicht, wie nah der an mir dran ist. Nee, der hat mich gar nicht gespottet. Der hatte aber... Shit. Der hatte gerade ein Ausrufezeichen über seiner Birne. Okay, warte, du gehst aber auch irgendwann wieder zurück, ne?
hallo? Wie lange willst du mich noch verfolgen? Irgendwann haben die dieses Struggle-Symbol über ihrer Birne und dann ist wieder gut. Oh mein Gott, wir haben Seppet überseppet. Das waren gerade drei Gegner, die durch einen Team-Rush nicht down gegangen sind. Was ist das denn hier für eine komische Ecke? Das sieht aus wie so eine Weide, wo du irgendwann mal Vieh untergebracht hast. So irgendwie Kühe oder so. Also in der Landwirtschaft sagt man ja Vieh, ne? Ich finde Vieh klingt so degradierend. Aber ich glaube, das ist ein gebräuchlicher Begriff in dem Kontext. Was wollte ich gerade sagen? Achso, das waren... Nee, das habe ich schon gesagt. Ach, keine Ahnung. Egal. Es fehlt jetzt auch nicht mehr so viel bis zum nächsten Level ab. Es entwickelt sich hier in eine super Richtung. Ich muss halt nur auch bedenken, dass ich noch ein paar Mira brauche. Und eventuell sollte ich nicht alle Seppet direkt ausgeben, sondern vielleicht auch einige traden. U-Material, sehr geil, brauche ich. A Bracer robbing a chest, I can understand, but a corp, that's low, man. Mitten ins Herz, das war gemein. Das war eine gemeine Kiste. Auch wenn sie vielleicht ein bisschen recht hat mit dem, was sie sagt. Oh, wir haben Mute bekommen. Ich habe aber keinen Platz mehr frei. Ich glaube, für Mute werde ich auch keinen Platz frei machen wollen, wenn ich ehrlich bin. Weil was ist weniger wichtig als Mute? Ich finde, das ist alles irgendwie wichtiger. Zumal Mute wahrscheinlich auch wieder eher nur eine 10%ige Chance hat. Es könnte aber interessant werden, weil es mir Wasserzauber dann wieder zur Verfügung stellt. Ne? Ich habe hier einen Wasserfaktor von 3. Aber da wollte ich mich ja in Ruhe drum kümmern, irgendwann offscreen. Sure, you stole from me, but it's all water under the bridge now. Das ist wohl wahr. So, ich würde jetzt gerne einmal... ach nee, ich muss gar nicht zurückgehen, weil hier gibt es ja auch Gegner. Ach, ich habe gerade in meinem Kopf dachte ich, wir sind jetzt hier in der Village, aber ist ja noch nicht. Ach, guck mal, hier ist gar keine Beschreibung. Nach Nordosten raus. Das wird ja immer interessanter hier. So, wann habe ich wieder leuchtende Pünktchen auf dem Boden? Die vermisse ich ein bisschen. Die sind echt selten, ne? Die sind so richtig selten. Ich dachte, als es hier anfing, dass du irgendwie pro Gebietsabschnitt irgendwie 3, 4 von solchen Teilen findest. Weil ich sehe das ein bisschen wie die Krüge und Kisten, die du in Cold Steel zum Beispiel am Wegesrand halt immer mal wieder kaputt gemacht hast. Und davon gab es halt einige. Ich lasse den Kampf jetzt mal drin, weil ich glaube, nach dieser Begegnung wird jeder ein Level abbekommen. Das ist ein sehr schöner und glorreicher Moment für unser Team. Sei denn, der hat jetzt zu wenig abgeworfen. Nee. Wow. Seht ihr die Leisten? Die sahen vorher auch schon... Ach nee, doch. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Jetzt haben alle außer Randy ein Level abbekommen. Das ist ja schon wieder traurig. Und das nur, weil ihr ausgerechnet jetzt ein einzelner Gegner sich nur vor uns... Ah, da. There's something on the ground. Space Seppet. Nice. Time hätte ich noch lieber gesehen, aber Space ist auch okay. Ich glaube, mit Space wirst du hier auch nicht unbedingt zugeschüttet. Hier sind, glaube ich, die, vor denen ich am meisten Respekt habe momentan. Wobei, die sind einfach hinterrücks zu erreichen. Also zu attackieren, zu erreichen. Ja, aber erreichen passt ja in dem Kontext eigentlich auch. Warum kommen jetzt eigentlich immer nur noch einzelne Gegner? Aber guck mal, wenn der alleine ist, dann... Dann kriege ich den Team Rush wieder. Ich wette, das hat einfach... Ich wette, dass es gibt irgendeinen Statuswert. Der wird auf Gruppenseite zusammen addiert. Der wird auf Gegnerseite zusammen addiert. Und dann wird geguckt oder errechnet, wer jetzt hier den Vorteil kriegt. Growing up, I always wanted to be a dancer. My father made me take up boxing, though. Okay. Eine boxende Kiste. Wobei ich mich manchmal frage, ob das ja nicht die Erinnerungen und Gedanken irgendwelcher Verstorbener sind oder so. Keine Ahnung, aber ja, ich weiß nicht. Deinem Vater kannst du dafür wahrscheinlich dann eher wenig dankbar sein. Es sei denn, du hast deine Erfüllung im Boxen gefunden, aber vermutlich eher nicht. Gut, ihr Lieben, dann würde ich jetzt hier in dieser kuscheligen kleinen Nische mal den Part beenden und wir werden beim nächsten Mal unsere Reise nach Amorica Village fortsetzen. Was ist denn das da für eine Kiste? Ist die blau? Haben wir hier Trial-Kisten? Okay. Ich bin verwirrt und fange schon wieder an zu stottern vor lauter Aufregung. Wir werden es beim nächsten Mal herausfinden. Danke fürs Einschalten heute und bis zum nächsten Mal, wenn ihr mögt. Macht's gut. Ciao.